Es ist mir eine große Ehre, heute zu eurem Jubiläum hier eingeladen zu sein. It is such an honor to be here at your anniversary. Danke an Pastor Dinesh und seine wunderbare Frau. And thank you to Pastor Dinesh and his wonderful wife. Danke auch für den wunderbaren Lobpreis heute. Thank you also for the wonderful worship time today. Ja, und wie gesagt, mein Name ist Mario. Ich bin geboren in dem berühmten Jahr 1964. And my name is Mario and I was born in the famous year 19 in Recife, Brasilien. 1964 in Brazil. Also ich bin auch Migrant. So I'm also a migrant. Und ich habe meinen Vater, mein Vater ist Brasilianer, den habe ich leider nie kennengelernt. And my dad is a Brazilian and I never met him. Mein Vater war kommunistischer Studentenführer in Pernambuco. And he was a communist student group leader. Und 1964 war ein Militärputsch und mein Vater wurde verhaftet und gefoltert. And there was something happening in Brazil and he was caught and he was tortured. Deswegen habe ich nie die Chance gehabt, ihn kennenzulernen. That's why I've never got to meet him. Aber vor 10 Jahren durch einen Gottfall, but 10 years ago to something that God did, habe ich meine Familie gefunden in Brasilien und ich habe meine deutsche Family eingepackt und wir sind nach Santa Catarina in Brusque geflogen. And I got to find my family and I took all my family from here, Germany, to Brazil. Und dann hatte ich auf einen Schlag 7 Onkeln und Tanten und über 20 Cousins und Cousinen. And at once I met over 7 uncles and 20 cousins. Und das war dann für mich als Einzelkind so eine gewisse Überforderung. And for me as a single child it was something very overwhelming. Und ich habe sogar im Dschungel die Ruine meines Urgroßvaters gesehen. And even in the jungle I could see the ruins of my great grandfather. Der war Italiener. He was an 3 Jahre IMC Migrant nach Brasilien. And he went from Italy. Und auf der anderen Seite der Urgroßvater war Portugiese. And the other great grandfather was a Portuguese guy. Migrant nach Brasilien. And he was also migrating to meine Brazil. Mama ist aber Deutsche, die ist Ossi aus Halberstadt. But my mom is a German. Und die Mama meiner Mama ist Engländerin, geboren in Valparaiso in Chile. And the mom of my mom is an English woman and she was born in Chile. Das heißt, meine Gene sind international. That means my genes are international. Deswegen, wenn EM ist oder WM, wir können gar nicht verlieren, and nicht that's wahr? Why we will never lose. So, es ist mir eine große Ehre, heute hier im internationalen Gottesdienst zu sein. It is an honor for me to be here in the international church. Und Pastor Dinesh hat schon gesagt, auch wir sind international, wir streiten uns fröhlich. And we also said that we are international, we will fight happily. Ja, worüber streiten wir uns, ob Gott ein Chinese ist oder Gott ein Iraner? Aber wahrscheinlich ist er der Gott aller Nationen. Amen. We can fight if God is an Iranian or a Chinese guy, but he is our God. Ja, und wir, wie gesagt, wir lieben Muslime. And we also said that we love Muslim people. Viele Deutsche haben Angst vor der Islamisierung Deutschlands. So many people in Germany are afraid of the Muslim impact. Und ich sage immer, jedes Problem ist eine Chance. But I always say, every problem is a chance. Weil Gott macht aus jeder Krise eine Chance. Amen. Because God can turn a crisis into a chance. Ist es nicht wunderbar, dass so viele Muslime nach Deutschland gekommen sind? Isn't it so great to have so many Muslim people coming to Germany? Halleluja. Wir können sie evangelisieren, ohne Märtyrer zu werden. Halleluja. We can evangelize them without dying for it. Und Freitag war ich wieder auf der Straße. On in der Innenstadt. On Friday I was also on the streets. Und auch kurz vor Weihnachten war ich auf der Straße. Even before Christmas I went to the streets. Und weißt du, Muslime lieben Jesus. But you know, Muslim people, they love Jesus. Für sie ist er nur ein Prophet. For him he is only a prophet. Aber der Koran sagt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. But even the Quran says that Jesus was born from by a virgin. Und dann habe ich den Rucksack vollgepackt mit neuen Testamenten auf Arabisch. And then I packed my bag with a lot of New Testaments. Und dann habe ich Arabic gesagt, hallo, fröhliche Weihnachten, Surat Maryam. And I said, happy, merry Christmas. Also Sure Maria, die Maria, Mutter Jesu, ist im Koran als eine Sure. And then I was quoting the Quran.
Ayat 17 fatakassat minduni him hijaban fasilna ileha ruchana. Ne, wir Allah sandten ihr Mariam unseren Geist. Jesus ist geboren, nicht von einem Mann, sondern durch den Geist Allahs. Fröhliche Weihnachten. And I said, Jesus is born not through a man, but through the Spirit of God, and Merry Christmas. Und dann waren sie so begeistert, haben sie eine Bibel genommen. They were so happy to accept the Bible. Weil da steht das auch drin. Because it's written there as well. Oh, Halleluja. Und dann sagen sie, aber Mario, was glaubst du eigentlich? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Er ist doch nur ein Prophet, oder? And they asked me, what do you believe? Jesus is only a prophet. Und dann sage ich, Surat Maryam, Ayat 33, Selika Isa ibn Maryam, Kaulil Haq, Allah defihi yam taruna. Jesus ist der Sohn Mariams und das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. And then I quote the Quran that says, Jesus is the word. Denn wenn er, Jesus, das Wort der Wahrheit ist, if Jesus is the word of truth, wie es im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1 heißt, how it is said in John chapter 1, im Anfang war das Wort, in the beginning there was the word, das Wort war bei Gott, and the word was with God, Gott war das Wort, and God was the word, Vers 14, and verse 14, und das Wort wurde Fleisch, and the word became flesh, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, and we have seen his glory. Wenn Bibel und Koran sagt, Jesus ist das ewige Wort, and the Bible and the Quran says Jesus is the eternal word. Dann ist Jesus ewig. Then Jesus is eternal. Ich kenne nur einen, der ewig ist. I only know das one ist unser lebendiger Gott. Amen. He is eternal and that is our living God Jesus. Und dann kamen dann so ein paar Salafisten und sagten, Mario, aber jetzt haben wir eine ganz schwierige Frage an dich. And then some Salafists came to me and asked me a difficult in Matthäus 24 heißt es. In Matthew chapter 24 it says. Die letzte Stunde, das weiß nur Gott im Himmel. The last hour only God knows about it. Sagt Jesus selber. And that's what Jesus said. Nicht einmal die Engel wissen die Stunde. Not even angels know about it. Noch nicht einmal der Sohn des Menschen. Not even the Son of Man. Ich sage Freunde. And I said friends. Im Koran heißt es, Surat Al-Luqman, in der Surat Al-Luqman, Lisati falatam taruna biha wahid baun hasaseratun mustakimun. Siehe, Jesus ist das Wissen der letzten Stunde. See, Jesus is the knowledge of the last hour. Jesus spricht im Koran. And Jesus says in the Quran, zweifelt nicht an ihr. Don't doubt me. Und folgt mir, spricht Jesus. And follow me, Jesus denn says. Dies ist ein gerader Weg. Dies ist ein gerader Weg. And this is the right path. Wow, Jesus sagt im Koran, folgt mir. And Jesus says in the Quran even, follow me. Und er ist das Wissen der letzten Stunde. And he is the knowledge of the last days. Und dann haben die salafistischen Freunde gesagt, jetzt sind wir etwas verwirrt. And then the Salafist told me, we are confused. Und ich sage, Freunde, ist das nicht toll, dass wir den Koran haben? Das ist eine Horizonterweiterung. Amen. And I'm so thankful er that we have ist the Quran. Der lebendige Gott. Because Amen. Jesus says that Christ Jesus is the living God. So, wir haben einen YouTube-Kanal mit über 100 freundlichen Videos für Muslime. We have a YouTube channel with over 100 videos for Muslim people. Und Pastor Dinesh hat schon hingewiesen auf den Büchertisch. And Pastor Dinesh already told you about the books that we have here. Wir leben nicht nur mit Muslimen zusammen. We don't only live with Muslim wir leben people. In einer postchristlichen Gesellschaft. We live in a post-Christian society. Viele können nichts mehr mit dem Kreuzestod Jesu anfangen. And so many people don't know what Jesus did on the cross. Viele können nicht mehr mit der Wahrheit der Bibel etwas anfangen. So many people don't know the truth of the Bible. Und ich habe zwei Bücher geschrieben mit Skeptikern im Gespräch. And I wrote two books about skepticism. Die schwierigsten Fragen von Atheisten an Christen heutzutage. And I have written about the most difficult questions. Ich habe Pastor Dinesh ein prophetisches Wort für IMC mitgebracht heute Abend. Today I brought a prophetic word for Pastor Dinesh and the IMC. Eben als wir in diesem wunderbaren Lobpreis waren, kam Gottes Geist und hat gesagt, sag ihnen das zum dritten Jubiläum. Just now during worship God told me to tell you. Es steht im Römer Kapitel 16. It is in Romans chapter 16. Und ich lese ab Vers 11. And I'm reading from verse 11. Grüßt Herodion.
Soll ich erst alles lesen und dann liest du? Ja. Ja. Grüßt Herodion meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Perses, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßt Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihm. Grüßt Philologos und Julia und Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. From verse 11, greet Herodion, my relative, greet those in the household of Narcissus who are in the Lord, greet Tryphena and Tryphosa, those women who work hard in the Lord, greet my dear friend Persis, another woman who has worked very hard in the Lord, greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother who has been a mother to me too, greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers with them. Greet Philologos, Julia, Nereus, and his sister in Olympus, and all the saints with them. Also wenn du mal Kleingruppe hast group, und du hast so jemanden auf dem Kieker und magst jemanden nicht so gerne in deiner Kleingruppe, really like, dann sind das die idealen Verse, die du denen mal vorlesen lässt, vor der ganzen Gruppe. Das ist so ein Zungenbrechervers. It is really hard to read them. Und du sagst vielleicht, wow, ich habe mir jetzt irgendwie mehr vorgestellt als prophetisches Wort für IMC. And maybe you thought I accept expected something more for a prophetic Was soll ich mit diesem Telefonbuch hier in der Bibel anfangen? What should I do with this telephone book? Aber ich möchte dich auf einen ganz kleinen Aspekt aufmerksam machen. But I want to see this remark here. All diese Namen sind Helden Gottes. All these names are heroes for God. Paulus kannte sie alle mit Namen. Paul knew them all by name. Und wenn du diese Namen genau studierst, and if you really study these names, ist kein einziger jüdischer Name darunter. There's not even one Jewish name there. Ihr wisst sicher, ihr seid ja Bibelstudenten, dass die erste christliche Gemeinde nur aus Juden bestand. And you all know that the first church was all about Jewish people. Jesus war Jude. Even Jesus was Jewish. Paulus war Jude. Paul was a Jew. Er war sogar Pharisäer. He was even a Pharisee. Aber alle seine Mitarbeiter, kein einziger Jude darunter. But all his workers, they were not Jewish. Wir haben ein Wort bei uns im CLW, das dürfen wir nicht sagen, aber ich sag's jetzt mal. Das waren alles Ausländer in Anführungszeichen. We have this word in CLW. I don't usually say it, but I say it now. Und ich glaube, irgendwann haben mal seine jüdischen Freunde aus Jerusalem ihn einem SMS geschrieben nach Antiochia. And I think once they would have sent him an SMS oder nach Rom, or to Rome, und haben gesagt, warum arbeitest du nur mit Ausländern zusammen? They would have asked, why are you only working with foreigners? Sind wir als Juden nicht mehr gut genug für dich? Are we not good enough as Jewish people? Wir sind doch die Ersten gewesen. We were the first. Aber weißt du, warum Paulus mit Internationalen zusammengearbeitet hat? But do you know why Paul worked with foreigners and international people? Weil er hat das Gleiche gemacht, was Jesus gemacht hat. Because he did the same what Jesus did. Jesus hat seine Herrlichkeit, sein Milieu verlassen und ist in unser Milieu gewechselt. Jesus left his glory and came to our area. Er verließ seine Herrlichkeit und kam in unser Leid. He left his glory and in he unsere came to Finsternis. Our suffering, to our darkness. Er teilte unseren Schmerz. And he was sharing our er teilte pain. Unsere Kultur. And he shared our culture. Weil bis dahin war Gott nicht verstehbar für die Menschen. Because until then, no one understood God. Und Jesus zeigte ihnen, wer Gott ist. And Jesus showed them who God is. Er heilte die Kranken. He healed the sick. Er weckte die Toten auf. And he raised the dead. Und da war Freude in jeder Stadt, wo Jesus war. And there was joy everywhere Und he die went. Leute kapierten auf einmal, wer Gott ist. And then only people understood who God is. Kein Richter oder göttlicher Polizist, sondern ein Menschenfreund, ein Retter Not aller a Menschen. Judge or a divine policist, but he is a friend of people. Und weißt du, die Juden, sie hassten die Griechen. And the Jewish people, they hated Greek people. Sie wollten noch nicht mal mit ihnen zusammen essen in einem Haus. They didn't even want to eat with them in one place. Sie waren Abfall für sie. They were like rubbish to them. Aber Paulus war getrieben von dieser Liebe, die in Christus war. But Paul was driven by the love that was in Christ. Er sagte, ich will den Juden ein Jude sein. And he said, I want to be a Jew to a Jew. Und den Griechen ein Griechen. I want to be a Greek to the Greek.
war harte Arbeit. That was hard work. Das war Kultur Change, Culture Change. That was culture change. Und das war harte Arbeit für ihn. That was hard work for him. Deswegen arbeitet er am liebsten mit Internationalen. That's why he worked with international people. Weil sie waren schon in dieser Kultur geboren. Because they were already born into those verändert, cultures. Verändert, neu geboren durch Jesus Christus. And changed and newly born by Christ. In den Jahren 2015, 2016 haben wir über 100 Muslime getauft. And in 2015 and 16 we baptized more than 115 Muslim people. Aber kein einziger ist durch mich zum Glauben gekommen. But not one of them came to Jesus through me. Kein einziger. Not one of obwohl them. Ich so viele Bücher geschrieben habe. Even though I wrote so many books. Weißt du, durch wen sie zum Glauben gekommen sind? Do you know how they got to know durch Jesus? Unsere Mohammeds. Through our Mohammeds. Durch unsere Alis. Through our Alis. Durch unsere Abu Bakr. Through our Abu Bakr. Durch unsere Abid Rahman. And through our Abid Rahman. No, und dann wollen dann, wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile 5 Mohammeds als Mitglieder bei uns in der Gemeinde. We have more than 5 Mohammeds as church members. Und die sagen immer, Mario, jetzt werde ich getauft. Juhu. And then they tell me I will be baptized. Ich möchte jetzt nicht mehr Mohammed heißen, ich möchte jetzt Andreas heißen oder Samuel oder irgend so langweilige Namen. And they say to me I don't want to be called Mohammed anymore. Und ich sag, warum machst du das, Bruder? But I ask them, why do you want to change bleib your name? Mohammed. Be Mohammed. Der nächste, den du zu Jesus führst und dann Zeugnis gibt bei der Taufe, and the next person that you lead to Christ, kann sagen, he will say, ich bin zu Jesus gekommen durch Mohammed. I came to Christ oh, Halleluja. Halleluja. Und dann kannst du nachts durch die Straßen von Bonn gehen and he will go through the streets of Bonn, und kannst mit der Sprühdose sprühen auf die Mauern, Mohammed loves Jesus. And you can write to the walls, Mohammed loves Jesus. Nein, war nur Spaß. That's just a ist joke. Nämlich verboten in Bonn. Because it's forbidden. Und ich möchte euch als IMC ein Prophet Wort geben. And I want to give you a prophetic word. Liebt die Muslime, die zu Jesus kommen und auch die, die noch nicht da sind. And love the Muslims who come to Jesus and even those who are not und there yet. Heißt die Nationen willkommen in eurer Gemeinde. And welcome all the nationalities into sie your werden church. Eure besten Missionare sein. Because they will be your best missionaries. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Praise God. Ja. Ich habe heute ein Wort mitgebracht. I've brought a word for you today. Es geht um einen Mann, der nicht so bekannt ist in christlichen Kreisen. It is about a man who is not so famous. Er ist aber tatsächlich in der Bibel. But he is written in the Bible. Ich möchte heute sprechen über Eleazar. And I want to talk about Eleazar. Ich möchte heute darüber sprechen, wie kann man ein Gläubiger sein und nicht weglaufen bei Problemen. And I want to talk about how can it be to be a believer but not run away. Ich möchte heute darüber sprechen, wie kann man stehen bleiben, wenn alle anderen weglaufen? How can you stand when others are running away? Wir haben eigentlich nur 5 Verse über diesen Mann. We only have 5 verses about this man. Und die erste Stelle finden wir im 1. Chroniker 11. And we find it in 1 Chronicles chapter 11. Ab Vers 12. From verse 12. Ich lese wieder von 12 bis 14. Und nach ihm kommt Eleazar, der Sohn des Dodo, der Ahochita, er war unter den 3 Helden, er war mit David in Pasdamim. Als die Philister dort zum Kampf versammelt waren, da war ein Ackerstück voller Gerste. Und das Volk floh vor den Philistern, da stellten sie sich mitten auf das Stück und entrissen es ihnen und schlugen die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Halleluja. Halleluja. Next to him was Eleazar, son of Dodai, the Ahohite, one of the 3 mighty men. He was with David as Pasdamim, when the Philistine gathered there for battle. At a place where there was a field full of barley, the troops fled from the Philistines. But they took their stand in the middle of the field. They defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. Und die zweite Stelle finden wir ein paar Bücher davor im 2. Buch Samuel. And the second part is in second book of Samuel. Kapitel 23. Chapter 23. Ab Vers 9. From verse 9. Und nach ihm kommt Eleazar, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahoach, unter den 3 Helden bei David, als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten.
Und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister und seine Hand, bis seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Next to him was Eleazar, son of Dodai the Ahohite. As one of the three mighty men, he was with David when they taunted the Philistines gathered at Pas Damin for battle. Then the men of Israel retreated, but he stood his ground and struck down the Philistines till his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought about a great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead. Manche sagen immer, Mario, ich mag das Alte Testament nicht, das ist mir zu brutal. Some people tell me I don't like the Old Testament, it is too brutal. Aber ich liebe das Alte Testament. But I love the Old Testament. Und vor allen Dingen liebe ich solche Heldengeschichten. And I love these stories of heroes. Ich verrate euch ein Geheimnis, ich liebe auch Filme mit Bruce Willis. And I tell you a secret, I love movies with Bruce Willis. Meine Frau guckt mir dann immer tief in die Augen, na Schatz, haben die in der Gemeinde dich wieder geärgert? And ja. Then my wife would ask me, have they really been bad to you in the church? Aber viel spannender als Bruce Willis ist die Bibel. Amen. But so much more exciting than Bruce Willis is the Bible. Hier ist Eleazar. Here is Eleazar. Es ist eine verrückte Geschichte. It is a crazy story. Also entweder war der Mann total durchgeknallt. So either he was crazy. Oder er war ein Held. Or he was a hero. Und ich möchte gerne ein Held sein. And I want to be a hero. Amen. Ich bin zwar schwach, aber trotzdem möchte ich ein Held sein. But still I want to be a hero. Und wusstest du, dass echte Helden schwach sind, die ihre Angst überwunden haben? Amen. Do you know real heroes are mit Jesus Christus. Real heroes are weak people who overcome their fear through Christ. Nun Eleazar, er steht vor dieser Übermacht der Feinde. And Eleazar is standing in front of this big army. Und seine Freunde, die hatten bestimmt so ein bisschen deutsche Gene. And his friends had some German genes. Weil die konnten rechnen. Because they could calculate. Die haben genau gezählt. And they were counting the people. Die Feinde sind mehr als wir. The enemies are more than we are. Also nehmen wir unsere Beine in die Hand und laufen zurück zu Mama. So we will just run away to Mom. Aber dieser Mann ist außergewöhnlich. But this man is extraordinary. Dieser Mann kann irgendwie nicht rechnen. He cannot calculate. Er bleibt stehen. He just stands there. Er schlägt auf seine Feinde ein. And he attacks the enemy. Bis seine Hand verkrampft kleben bleibt am Schwert. Until his hand grew tired and froze to the sword. Wow, was für eine Leidenschaft. What a passion. Er bleibt stehen. He is standing there. Er kämpft and he fights mit Leidenschaft. With passion. Wow, ich möchte so sein. I want to be like that. Weißt du, wir haben ja jetzt über 2 Jahre Corona. We have Corona for more than 2 years. Und viele Christen irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie haben manche Christen den Eindruck, die Kirche sei gestorben in Corona. And some Christians have the impression that church has died during this time. Und dann kam der 17. Juli. And then the 17th of dann July kam came. Die Flut im Ahrtal. The floods came into the Ahrtal. In Euskirchen. In Euskirchen. In Erfstadt. In Erfstadt. Über 180 Tote. More than 180 dead. Und auf einmal and then wachen die Christen auf. The Christians woke up. Und zu Hunderten laufen sie ins Ahrtal. And hundreds and hundreds of people came mit to ihren place. Gummistiefeln, mit ihrer Schaufel in der Hand. With everything that they had. Und schaufeln fremden, wildfremden Leuten die Keller frei von Schlamm and und Kot. They were delivering the houses of strangers from this mud. Ich bin so ein Fan von unseren Christen. I am such a fan from our Christian people. Was sie, sie haben mir gesagt, Mario. They told me, Mario. Wir haben denen nicht gepredigt. We did not preach to them. Wir haben denen auch nicht die Welt erklärt. We did not explain the world to them. Weißt du, da war ein Familienvater, der hat sich gerade so, das war ja eine 1-Meter-Wand-Flut, die kam ganz, ganz schnell, du konntest gar nicht weglaufen, die, nur schnell auf den Baum geklettert. And there was a father and he didn't have time, he just went to a tree. Seine Frau mit seinem kleinen 3-jährigen Sohn auf den anderen Baum. Die hatten keine Zeit, auf den gleichen Baum zu klettern. And the wife and the little 3-year-old boy went to another tree. Und 3 Stunden haben sie da auf den Bäumen gesessen und haben sich gegenseitig ermutigt. Gib nicht auf, gib nicht auf. And for 3 hours they were encouraging each other, don't give up. Keiner da, um zu retten. There was no one to save them.
Und dann hat dieser Familienvater gesehen, wie seine eigene Frau und sein Kind in die Fluten gestürzt ist und ertrunken sind. And then his father saw how the wife and the little boy went to the floods and died. Furchtbare Geschichten. It is such a horrific story. Und meine Mitarbeiter haben mir geschrieben, wir haben denen nicht erklärt, warum hat Gott das zugelassen. And my friends told me we did not explain why God let this happen. Wir haben dann nur geschaufelt. We just helped them. Und auf einmal fingen die Leute an zu weinen. And then people started crying. Und dann, Mario, haben wir sie einfach nur in den Arm genommen. And we just hugged them. Wir haben sie nur in den Arm genommen. We just hugged them. Und wir haben einfach für sie gebetet. And we just prayed for them. Ich bin so stolz auf unsere Christen. I'm so proud of our Christian Sie haben people. In diesem tiefen Leid in this haben sie auf einmal erlebt, dass ihr Glaube relevant wurde. They saw that their faith is important. Sie haben zwar nicht gepredigt, they did not preach, sondern sie haben in anderen Zungen gesprochen. But they were talking in other ways, mit der Sprache der Schaufeln. With the language of helping. Und dann kam Pastor Sergei, and then Pastor Sergei aus dem Ruhrgebiet. From this area. Und der kam mit dem Bagger angefahren. And he came with a truck. Und auf einmal wurden die Christen wieder verstanden. And then the Christians were understood again. Wir hatten dort ein Hotel, das gehört einem Muslim. And there was a hotel that belonged to a Muslim guy. Herr Selig. Herr Selig. Der hatte 9 Omis aufgenommen, die alle ihre Häuser verloren haben in der Flut. He just invited 9 grandmas sein to eigenes, live there. Sein eigenes Hotel war kaputt. His own hotel was destructed. Und dann sagte mir, ein russlanddeutscher Pastor hat sie besucht, hat eine Omi besucht, die sich bei uns gemeldet hat, und er sagte, da ist ein Muslim, der hat 9 Omis aufgenommen. And then another pastor told me there is a Muslim guy who invited 9 people. Und ich habe diesen war Kurde, er war Muslim. Ich hatte Herrn Selig angerufen, was brauchen Sie? And I called him and I asked him, what do you need? Ich brauche Generatoren, ich brauche Dixie-Klos, ich brauche, ich weiß nicht, noch irgendwelche anderen Sachen. And he told me I need this and the heater and the toilet. Eine Woche später hatte er alles. And 1 week later he got everything. Und dann habe ich ihn öfter mal angerufen. And then I also called him. Und dann sagte Herr Selig, Herr Warnschaffe, ich habe noch nie in meinem Leben einen Pastor kennengelernt. And he told me I've never met a pastor. Aber die Zusammenarbeit mit Ihnen ist recht positiv. But working with you is really positive. Weißt du, wir haben die Sprache der Menschen gefunden durch Gottes Geist. Through God's Spirit we found the language of the people. Und diese Gesellschaft, die sucht danach, dass der Glaube wieder relevant wird. And this society was looking for faith to be important again. Und ich möchte gerne sehen, wie die Kirche wieder voller Helden wird. I want to see how the church is full of heroes again. Und die sich den Herausforderungen dieser postchristlichen Gesellschaft stellt. Who will face the challenges of our society. Und es braucht Mut. And we need courage. Es braucht Kraft. We need strength. Und ich möchte gerne so werden wie Eleazar. I want to be like Eleazar. Möchtest du auch so werden wie Eleazar? Do you want to be like Eleazar? Und ich möchte gerne mit dir heute diesen Mann studieren. I want to study this man with you. Und ich habe heute keine 7 Schritte zum Erfolg. I don't have 7 steps to be successful today. 10 Schritte zur Heilung. Or 10 steps to your healing. 20 Schritte zum Reichtum. Or 20 steps to your prosperity. Das sind so Predigten. Prosperity. Das sind so Predigten, die kommen immer gut an bei den Christen. These are sermons that are always liked. Gib mir das Geheimnis, Pastor. Just give me the little secret. 3 Schritte. The 3 steps. 20 Schritte. The 20 steps. Aber weißt du was, ich möchte heute nicht über die Erfolgsschritte sprechen. But I don't want to talk about the steps to success. Ich möchte heute sprechen über 3 Dinge, die Eleazar gestoppt hat. But I want to talk about 3 things that stopped Eleazar. 3 Kraftquellen, die Eleazar gekappt hat. 3 things that stopped his strength. Weißt du, manchmal müssen wir nicht mehr haben, sometimes we don't need more, sondern wir müssen weniger haben. Sometimes we need less. Wir müssen weniger an Fleisch haben. We have to have less of flesh. Weniger an Sünde haben. And less of sin. Ein heiliges Leben führen. We have to lead a holy ein abgesondertes life. Leben führen. A separated life. Denn Gott segnet unseren Gehorsam. Because God blesses our oh, Halleluja. Das Erste, the first thing, was Eleazar abgeschnitten hat in seinem Leben, what Eleazar cut off of his life was, er war nicht beeindruckt von Umständen. He was not impressed by circumstances. Es war eine Übermacht. There was a mighty army. Ich glaube, jeder von uns wäre beeindruckt gewesen. I think every one of us would have been impressed. Und jeder von uns hätte sich ausgerechnet, ich habe keine Chance. And everyone would have said, I don't have any chance. Aber Eleazar, but Eleazar war nicht beeindruckt von seinen Umständen. He was not impressed by his circumstances. Wir leben in einer Zeit,
wo es sich fast gar nicht mehr lohnt, die Nachrichten zu hören. We are living in a times where it does not make sense to read the news. Jeden Tag eine neue Angstbotschaft. Every day we get new news. Wir sind so beeindruckt von den Problemen dieser Welt. By the problems of the world. Aber was sieht Eliasa nicht? But not Eliasa. Ich war mal mit einem Team von Jugendlichen in den neuen Bundesländern. I was in the new states in Germany with a team of youths. Das war in Oranienburg. That was in Oranienburg. Das ist bei Berlin. That's near to Berlin. Über 99% Atheisten. Over 99% there are atheists. Und sie hassen Gott. They hate God. Und sie hassen vor allen Dingen Christen. And they hate Christians. Das war nicht so leicht für unsere christlichen Jugendlichen. That was not easy for our Christian youths. Wir haben Skinheads getroffen. We met skinheads. Ne? Und dann haben sie unsere Jugendlichen, die waren auch so begeistert. Wir haben gesagt, Jesus heilt dich. And they were telling them, Jesus heals you. Und einer der Skinheads so sein T-Shirt hochgehoben und dann war da so eine Narbe von rechts oben nach links unten. And then one skinhead showed his stomach where there was a big scar. Ein Mohammedaner hat mich aufgeschlitzt, aber Odin und Thor haben mich geheilt. And he told us a Mohammed killed him, tried to kill him, but Odin or someone, someone. Ne, die Jugendlichen kamen, wer ist denn Herr Odin und Herr Thor? And then the youths asked him, who is that? Ich sag, keine Angst, das sind germanische Götter. Naja, auf jeden Fall stand dann so ein richtiger Hardcore-Atheist vor mir. So there was a hardcore atheist in front of me. Und ich habe gedacht, oh, naja, ich werde bestimmt nicht erfolgreich sein. And I was thinking, I will not be successful here. Und ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass es Gott gibt und ob er sich für sein Leben interessiert. And I asked him, does he believe if there is a God and if he has interest in God? Und er war sehr aggressiv. He was very aggressive. Und er schaute mir sehr aggressiv in die Augen. And he really looked at me aggressively. Und er sagte, als ich 3 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. And he told me, when I was 3 years old, my dad died. Als ich 9 Jahre alt war, ist dann auch meine Mutter gestorben. And when I was 9, my mom died. Da war ich vollweise. And I was orphan. Und ich habe jetzt gerade vor 5 Wochen meinen kleinen Babyjungen beerdigt. Plötzlicher Kindstod. Just 5 weeks ago, I had to bury my little baby. Mario, sag du mir, warum ich glauben soll, dass ein Gott interessiert ist an meinem Leben. And he said, Mario, tell me, why should I believe in a God? Was hättest du gemacht? What would you have done? Hättest du versucht, ihm zu erklären, warum Gott das Leid zulässt? Maybe you would have tried to explain why God let suffering happen. Ich habe einfach innerlich gebetet. Inside of me, I was just praying. Und obwohl dieser Mensch so voller Hass war, and even though this man was full of hatred, floss die Liebe durch mich hindurch. This love of God was flowing through me. Wusstest du, dass Gott die mag, die du nicht magst? Do you know that God loves those people that you don't like? Das ist der Heilige Geist. That's the Holy Spirit. Und dann habe ich ihn gefragt. And I asked him. Roy hieß er. His name was Roy. Hey Roy, hat jemals ein Pfarrer für dich gebetet, dass Gott dich tröstet? And I asked him, has ever a pastor prayed for you that God will comfort you? Roy hat gesagt, hey, ich bin hier in Oranienburg, ich kenne noch nicht mal einen Pfarrer. And he said, I'm here in Oranienburg, I don't even know a pastor. Ich kenne noch nicht mal einen Christen. I don't even know a Christian guy. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pfarrer. And I told him, I am a pastor. Dürfte ich deine Hand nehmen und für dich beten, dass Gott dich tröstet über den Verlust deiner Eltern, über den Verlust deines Babyjungen? Can I take your hand and pray for you that God will comfort you? Und ich habe seine Hand genommen und er hat mir das erlaubt. Ich habe für ihn gebetet und er fing an zu weinen. And he allowed me to take his hand and pray and he started crying. Und er hat angefangen, sich zu öffnen. Und zum Schluss haben wir zusammen gebetet, hat Jesus in sein Leben aufgenommen. And he started to open his heart and at the end we prayed and he let Jesus into his heart. Und seitdem schickt er mir immer eine SMS. And since then he's always sending me SMS. Hey Mario. Hey Mario. Ist hier, gibt's keinen Pfarrer? There is no pastor Hast here. Du nicht Lust, Pfarrer zu werden in Oranienburg? Can you be a pastor here in this place? Und dann hatte ich, glaube ich, 2014 wurde ich überfallen in meinem Haus. And in 2014 I was robbed. Und ich hatte einen Schädel voller Blut. And my head was full of blood. Und ich musste in die Universitätsklinik, in die Neurologie. And I had to go to the neurology in the hospital. Genau, und dann musste ich in den MRT rein, haben sie meinen Kopf gescannt. And they had to scan my whole head. Und
Sofort hinsetzen, Herr Brandschaffe. And they told me to sit down. Sie haben den Kopf, das Gehirn voller Blut. You have your brain full of blood. Ich sage, ich muss erst noch mal auf Toilette. And I said, I want to go to the toilet. Wir kommen mit. And we will come with you. Ich sage, da ist noch nie ein Mann mitgekommen auf Toilette bei mir. And I told them, never someone came with me to the toilet. Naja, auf jeden Fall an dem Abend rief Roy an. But at that evening, Roy called me. Und Roy sagt, hey, schöne Grüße aus Oranienburg. Wie geht's, Herr Pfarrer? And he said, greetings from Oranienburg. Und ich sollte am nächsten Morgen sollte ich in meinen Schädel gebohrt werden, damit das Blut abgeleitet wird. Ich sage, Roy, mir geht's okay, außer dass ich ein Loch im Kopf habe. Okay. Und dann sagt er, Pastor, wir werden heute Abend im Hauskreis für dich beten. And he told me, we will pray in the home cell for you. Ich sag, Roy, seit wann hast du denn einen Hauskreis? And I asked him, since when do you have a home cell? Sagt er, das sind 9 atheistische Freunde, denen darf ich jetzt immer aus der Bibel vorlesen. And there are 9 atheist friends, and he reads the Bible for them. Wir werden heute beten für dich. We will pray for you today. 7 Tage später, 7 days later, habe ich mit einem Loch im Kopf, with a hole in my head, zu Heiligabend die Predigt gehalten. I was preaching for Christmas Eve. Wunder geschehen, wenn Atheisten für Pastoren beten. Amen. Halleluja. When atheists pray. Und seit dem Tag an hat Gott zu mir gesagt, urteile niemals Menschen von ihrem Äußeren. And from that day God told me never judge people from their appearance. Eleazar. Warum warst du ein Held? Why were you a hero? Weil er hat sich nicht beeinflussen lassen von Äußeren. Because he was not impressed by outward appearance. Er hat sich nicht beeindrucken lassen durch seine Probleme. And he was not influenced by his problems. Eleazar sagt, ich bin beeindruckt von meinem herrlichen Gott. Gott Israels. Amen. And he said, I'm only influenced by my glorious God of Israel. Halleluja. Das ist nun Punkt Nummer 1. That is the first point. Punkt Nummer 2. The second point. Seine Freunde verließen ihn. His friends left him. Weißt du, das ist manchmal hart. Sometimes it's hard. Ich bin jetzt schon über 40 Jahre unterwegs mit Jesus. More than 40 years I'm walking with Jesus. Ich bin 33 Jahre im vollzeitlichen Dienst. And for 33 years I'm a full-time pastor. Ich hatte viele Kollegen. I have many colleagues. Und viele haben mich wieder verlassen. And many left me. Und ich bin immer noch dabei. But I'm still there. Und weißt du, da ist ein Geheimnis. And there's a secret. Enttäuschungen zu überwinden. To overcome disappointment. Viele sind heute enttäuscht von der Kirche. Ich mache keinen Aufruf, okay? So many people are disappointed by the church. Letztens sagte auch jemand zu mir, Mario, ich bin enttäuscht von den Christen. And someone told me, I'm disappointed by Christians. Ich sage, okay. Is that okay? Setz dich auf deinen Stuhl. I told him to sit und erzähl down. Mir von all deinen Enttäuschungen von Christen. And tell me all of it. Und egal, ob du eine Stunde redest if you want to speak 1 hour, oder 2 Stunden redest, tell me 2 hours. Ich kann immer noch 2 Stunden länger reden. I can still tell you ich habe alles erlebt. Because I have experienced it. Weißt du, ich habe bei mir lange Zeit hatte ich einen Senior, der ist 80 Jahre alt. For a long time I had a guy who was more than 80 years old. Der hat bei uns den schwierigsten Job gemacht in der Pfingstgemeinde. Seid ihr hier Pfingstgemeinde? Ist auch egal. Wir sind jedenfalls Pfingstgemeinde. And he had the most difficult job in the church. Weißt du, was der schwierigste Job in einer Pfingstgemeinde ist? Do you know what the most difficult job in a Pentecost church is? Der Parkdienst. The parking service. Ja, genau. Da sind nämlich wir wohnen, wir haben nämlich unsere Kirche da, wo viele Leute sind und unsere Pfingstler, die im Gottesdienst, dann sind immer ganz verliebt in Jesus, sind die nettesten Menschen. And in the church, the Pentecostal people are so in love with Jesus and so friendly. Aber wenn sie in ihrem Auto sitzen, but when they're in their car, dann parken sie all die Einfahrten zu den Nachbarn. They will just park to all the entrances of the neighbors. Und dann kommt Horst. And then Horst will come. Unser Parkchef. Our chef of the parking. Und der ist immer so nett. And he's always so friendly. Und er sagt, Bruder, and he says, brother, du stehst vor der Einfahrt unseres Nachbarns, der ist Atheist. You are parking in front of the entrance of our neighbor, he's an atheist. Könntest du nicht legal parken? Could you just please legally park? Ich bin in Deutschland. I am in Germany.
Ich bin ein freier Mann. I am a free man. Ich kann machen, was ich will. I can do whatever I want to. Und Horst ist immer ermutigt. And Horst is encouraged. Ja, er ist schon 80 Jahre he's alt. Already 80. Er ist schon 50 Jahre im Glauben. And 50 years he's a believer. Er hat gesehen, wie Gemeinden sich gespalten haben. And he has seen how churches were wegen divided. Der Farben der Vorhänge. Because of the colors of the curtains. Das ist der Pastor dieser Gemeinde ist sehr weise, der hat keine Vorhänge. Because the pastor here is very wise, he doesn't even have curtains. Der hat gesehen, wie Pastoren und die Gemeinde verlassen haben mit der Kasse unterm Arm. And he has seen how pastors left with all the money. Er hat gesehen, wie Pastoren die Gemeinde verlassen haben mit dem Sekretärin unterm Arm. And he has seen how pastors left the church with the ich secretary. Sage, Horst, du hast schon so viele Enttäuschungen erlebt mit Christen. And I said, Horst, you have seen so many disappointments. Warum bist du immer noch dabei? Why are you still there? Warum bist du immer noch ermutigt? Why are you always encouraged? Hat er mir dann so die Hand aufgelegt. And then he put his hand on my shoulder. Hat er gesagt, mein Junge. And he said, das kann er auch mit 80, nicht wahr? My boy, mein Junge, my boy. Ich folge nicht Menschen nach, ich folge Jesus nach. He said, I'm not following man, I'm oh, following Halleluja. Jesus. Eleazar. Eleazar, warum bist du ein Held geworden? Why are you a hero? Er war nicht beeinflusst von der Entscheidung seiner Freunde, he was not influenced by the decision of his friends. Sondern er war beeindruckt von dem mächtigen Gott Israel. He was only impressed by the mighty God of Israel. Preist dem Herrn. Ja, Christen können enttäuschen, aber Gott lässt uns nie im Stich. Amen. Christians can disappoint, but God will never let us. So, und dann lese ich in meiner Bibel, I read in the Bible, im 1. Chroniker 11, Vers 13, in 1 Chronicles chapter 11, verse 13, dass er gekämpft hat für ein Ackerstück voller Gerste. That he was fighting for a field full of barley. Nun, ich bin Stadtmensch. I am a person of the city. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Aber ich mache es einfach mal. Ich hoffe, meine Frau guckt gerade nicht zu. Die möchte immer gerne in die Natur Urlaub machen. And I really like to have holiday or vacation in nature. Und Natur ist irgendwie nichts für mich. Sorry, wenn ihr jetzt eine schlechte Meinung von. Aber ich bin mehr Stadtmensch. Ich möchte gerne Museen sehen und Kirchen. I'm always in the city and my wife likes to have vacation in the nature. Deswegen weiß ich nicht, was Gerste ist. That's why I don't know what barley is. Aber ich habe ein Lexikon. But I have a dictionary. Da habe ich gelernt aus dem Lexikon, Gerste ist nicht so wertvoll wie Weizen. And I see in the dictionary that barley is not as precious as wheat. Gerste gab man den Pferden zum Essen. And barley was given to the horses to eat. Gerste gab man den Sklaven zu essen. And they gave barley to the slaves. Das war minderwertige Speise. That was not precious food. Es war nichts wert. It was not valuable. Und ich kann so richtig die Freunde von Eleazar hören, die haben gesagt, Eleazar, bist du total hirnverbrannt? And I can hear the friends of Eleazar saying, are you crazy? Warum willst du dein Leben opfern für etwas, was nicht wert ist? Why do you want to offer your life for something that is not valuable? Weißt du, manchmal, wenn wir länger in der Kirche sind, the more we are in the church, manche von uns sind vielleicht schon 10 Jahre Christ, 20 Jahre Christ, 30 Jahre Christ. Some of us are maybe 10 years, 20 years or 30 years Christians. So in den ersten Tagen des Christseins, but da in, ist Kirche noch wie der Himmel auf Erden. But in the first days of being a Christian, church is like heaven on earth. Oder? Right? Alle Christen sind wie Engel. And every Christian is like an angel. Und dann wird man so langsam enttäuscht. And then you will be disappointed. Man ist 10 Jahre Christ, noch länger Christ. And you will be a Christian for 10 years und or more. Du hast schon so viele Fehler bei deinen Geschwistern kennengelernt. And you have seen so many mistakes with your siblings. Und du wirst langsam so gleichgültig. And then you will be indifferent. Weißt du, als ich mein erstes Jahr Pastor war, im vollzeitlichen Dienst, the first year of being a pastor, ich hatte gleich im ersten Jahr in meiner Gemeinde einen Fall, wo ein christlicher Vater sein kleines Kind sexuell missbraucht hat.
There was a person in our church in the first year of being a pastor who abused his own child. Und das war für mich so traumatisch. For me it was a trauma. Ich war ein junger Pastor voller Ideale. I was such a young pastor. Ich habe nicht verstanden, wieso Christen sowas machen können. And I could not understand how a Christian can do that. Und in dieser Phase war ich so frustriert von Christen, ich wollte meinen Beruf an den Nagel hängen. And in that phase I was so frustrated by Christians I just wanted to stop being a pastor. Und ich war kurz davor, meine Kündigung zu schreiben. I was just about writing it. Und ich habe an diesem Abend gebetet. And I prayed that evening. Und auf einmal höre ich im Gebet das Weinen von vielen Kinderstimmen. And then while praying I heard the crying of many kids. Und ich sage, Gott, was willst du mir damit sagen? And I asked God, what do you want to tell me? Und Gott sagt, ich möchte, dass du eine Kirche baust, wo Kinder in Sicherheit sind und Gott kennenlernen und sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln. And he told me, I want you to build a church where kids can be secure and they will become strong people. Ein paar Jahre später haben wir unsere christlichen Kindergarten gegründet. And some years later we founded a Christian nursery. Das ist jetzt fast 20 Jahre alt. And almost 20 years it has been there. Ich glaube, 5 oder 7 Jahre haben wir unsere erste christliche Grundschule gegründet mit der Evangelischen Allianz in Bonn. And now we even have a primary school, a Christian one. Jetzt haben wir vor einigen Jahren eine christliche Gesamtschule gegründet. And now we founded a Christian high school. Und Leute haben immer zu mir gesagt, Mario, du bist total bekloppt. And people told me, Mario, you are so crazy. Warum gründest du eine Schule? Why do you found a school? Jemand hat mal zu mir gesagt, wenn du eine christliche Schule gründest, dann wirst du früh krank und wirst früh sterben. And ich sage, danke für die Ermutigung. Someone told me, when you found a Christian school, you will be sick very early and you will die very early. Weißt du, und wir haben letztes Jahr haben wir eine Kita-Mama getauft. And last year we baptized a mom from this nursery school. Weil unsere Kita-Kinder, die singen christliche Lieder im Kindergarten. Because the kids there sing Christian songs. Aber die hören zu Hause nicht auf zu singen. And they will not stop singing them at home. Sie war so beeindruckt durch ihre Tochter, dass sie gesagt hat, ich möchte auch diesen Jesus kennenlernen. That she even said, I want to know this Jesus as well. Und immer wenn du mich fragst, woher hast du die Kraft genommen? Whenever you ask me, how do you have the strength? Christlicher Kindergarten. To have a Christian nursery. Christliche Schule. A Christian primary school. Dann gehe ich zurück an diese Frustration. I will go back to that moment of frustration. Und dann weiß ich, Gott ist stark, then I know, wenn du schwach bist. God is strong when you are weak. Gott ist stark, wenn du schwach bist. God is strong when you are weak. Und weißt du, ich möchte dich wieder begeistern. I want you to be impacted. Ja, die Kirche ist fehlerhaft, das stimmt. Yes, there are so many mistakes in church. Aber wusstest du, in Apostelgeschichte heißt es, Jesus hat sein kostbares Blut gegeben für die Kirche. But do you know, in Acts it says, Jesus gave his precious blood for the church. Ich bete für dich heute, dass du eine Offenbarung vom Heiligen Geist bekommst. And I pray for you that you will have a revelation of the dass Holy Spirit. Dass du tiefer schaust als nur die Oberfläche. That you will go deeper than only looking und dass to the du surface. Das, die Liebe Christi zu seiner Kirche entdeckst. And that you will know the love of Jesus for his church. Ich liebe die Kirche. I love Halleluja. The church. Jesus ist für seine Kirche gestorben. Because Amen. Jesus died for his church. Nun, Eleazar, warum bist du ein Held? Eleazar, why are you a hero? Ich bin nicht beeindruckt durch meine Umstände. I am not impressed by my circumstances. Ich bin nicht beeindruckt durch die Entscheidung meiner Freunde. I am not impressed by the decisions of my friends. Ich sehe nicht ein Ackerfeld voller Gerste, ich sehe das verheißene Land Gottes. And I don't see this field of barley, but I see the promised land of God. Und das Letzte ist aber noch viel wichtiger. And the last point is very important. 1. Chroniker 11, Vers 13. First Chronicles chapter 11, und da heißt es hier, da Eleazar, er war mit David. It says he was with David. Er war mit David. Eleazar was with David. In Pastamim. At Pastamim. Ach, ich dachte,
Eleazar hat da allein gekämpft. I was thinking that Eleazar was fighting alone. Nein. No. Da war jemand mit ihm. There was someone with him. David war mit ihm. Was with him. Eleazar war nicht allein. Eleazar was not alone. Da war jemand mit ihm. There was someone with him. In Pass Damim. In Pass Damim. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit so hebräischen Ortsnamen. I don't know what you think about Hebrew places. Ist für mich eigentlich nicht so wichtig. For me it's not that important. Für mich war nur wichtig heute die Adresse von Schwerte. For me only this address here was important. Das war wichtig für den Navigator. And that was important to come aber here. Aber Pass Damim, oh, wen interessiert das? But Pass Damim, who cares? Aber manchmal schaue ich, was das bedeutet. But sometimes I look up the meaning of the und word. Ich bin ja so gesegnet, dass ich eine Elberfelder Bibel habe. Halleluja. I'm so blessed by my translation. Und da steht hier eine kleine Fußnote. And there is a remark down there. Und das, diesen Ort Pass Damim gibt es auch im 1. Samuel 17:1. And it says that this place was mentioned also in 1 Samuel. Pass Damim war der gleiche Ort, wo David als Teenager Goliath besiegt hat. Pass Damim was the same place where David defeated Goliath as a young guy. Eleazar, warum warst du ein Held? Eleazar, why are you a hero? Woher hast du deine Kraft genommen? How do you get your strength? Ich war nicht allein in Pass Damim. I was not alone in Pass Damim. Ein größerer Held war mit mir. A greater hero was with David me. War bei mir. David was with der me. Der Goliath besiegt hat. Who defeated Goliath. Und ich möchte dich heute ermutigen. And I want to encourage du you bist today. Nicht allein. In deinem Pass Damim. You are not alone in your Pass Damim. Am 18. Dezember 2018, on 18th December 2018 bekam ich einen Anruf aus der Uniklinik Bonn. I got a call from the hospital in Bonn. Und der Doktor hat zu mir gesagt, Herr Warnschaffe, Sie stehen einen Zentimeter vor Ihrer Leukämie. And he was telling me, you are one step in front of leukemia. Blutkrebs. Cancer in the blood. Sie werden in 3 Jahren sterben. And he told me, in 3 years you will die. Das war 2021, letztes Jahr. That was 2021, last letztes year. Jahr sollte meine Beerdigung sein. Last year my burial or my funeral oder should happen. Sie machen eine Stammzelltransplantation. Eine Transplantation from the bone marrow. A bone marrow transplant? Ja. Und 33% werden sie das nicht überleben. And if you do that, there's a 33% that you will not survive. 33% werden sie immer ein Pflegefall sein im Bett. And for 33% you will always have to have someone to take care. 33% werden sie das überleben. And then the other percent you can survive. Und sie werden nie wieder ihren Job machen können. But you will never be able to do your job again. Und das waren 2 Wochen Angst pur. And these were 2 weeks of fear. Weißt du, ich bin hoffnungsloser Straßenevangelist. I was just preaching on the streets. Ich habe alles erlebt, Flaschen, die geflogen sind. I've seen everything. Leute, die ihre Zigarette bei mir im Gesicht ausdrücken wollten. People who wanted to put off their cigarettes in my face. Aber das war keine Angst. But I did not have fear. Das war Adrenalin. That was adrenaline. Wieder eine neue Story für die nächste Predigt. Another story for the next preaching. Aber in diesem 18. Dezember hatte ich Angst pur. But on that day I really had fear. Bis mir Jesus begegnet ist. Until Jesus met me. In seinem Wort. In his word. Philipper 1, Vers 15. Christus ist mein Leben. Christ is my life. Und sterben ist mein Gewinn. And to die is gain for me. Wir als Christen, we as Christians, wir sterben nicht. We will not die. Wir gehen nach Hause zu Christus. Amen. Go home to Christ. Amen. Seit diesem Tag habe ich keine Angst mehr zu sterben. From that day I don't have fear to die. Vers 25. Verse 25. Ich aber bin mir gewiss. I am sure. Paulus schreibt aus dem Gefängnis von Rom. And Paul is writing that in the prison. Das war nicht so gemütlich wie hier JVA Siegburg. It was not like, so comfortable mit like Fernseher here. Und Heizung. With, TV and das heating. War Rom. That was in Rome. Er war prädestiniert dazu zu verrecken. And he was there to die. Und er sagt, ich bin mir aber gewiss, ich werde bleiben und ich werde euch dienen. Und in diesem Moment wusste ich, ich werde das überleben. In that moment I knew I will survive. Zwei Pastoren haben mich angerufen. Two pastors called me. Haben gesagt,
Mario, and he, they told me, Mario, wie schade, it's so, such du a pity. Hast Leukämie, you have leukemia. Aber wir müssen alle sterben. But we will all die. Und sie waren so frustriert, they were so frustrated, dass sie sogar vergessen haben, für mich zu beten. That they even forget to ich musste pray sie noch ermutigen, I had to encourage weil ich them, wusste, because I knew, ich bin nicht allein in Pastor Mim. I am not alone. Jesus ist bei mir. Jesus ist der Herr über meine Angst. And Jesus is Lord und Jesus over my hat fear. Mich geheilt. And Amen. Jesus has already preist healed dem Herrn. Me. Ich möchte gerne, dass wir jetzt unsere Augen schließen.